leider unterbrochen. Ich sollte ja im Namen meiner Kunden mal als Sondersender Ultra HD Web TV mal öffentlich bei YouTube als Kanal mal über alles sprechen. Tagtäglich stehen die Menschen. Grüße. Morgen. So, meine lieben Kunden, ich versuch's nochmal. Ich habe ja versprochen, eine Sendung zu machen. Wir sind ja Sondersender NRW TV, Ultra HD Web TV. So, viele Kunden, die vor der Theke stehen, wir machen das neue Thekentheater und wir werden also eine richtige, also wir werden die Theke nicht aufbauen, sondern wir nehmen die Theke, die wir haben, tagtäglich. So, wir haben heute, ich musste gerade wieder unterbinden, also im Moment ist wirklich viel, viel Ärger in der Luft. Ob nun Stromanbieter Fehler machen, ob die Regierung Fehler macht, also richtig politisch wollen wir nicht werden und ich, euer Medienkanzler, schon mal überhaupt nicht. Aber ich habe gesagt, ich helfe, wo ich nur helfen kann. Und diese Sendung, Thekentheater, wo wirklich alles mal so besprochen wird. Wir hoffen, dass viele Leute Lust und Interessantes beifügen werden. Wie jetzt, wie gesagt, bin jetzt aus dem Konzept, weil ich habe jetzt so oft angefangen, diesen Videoclip bei YouTube unterzustellen. Also, viele haben Ärger mit Drittanbietern, viele haben Ärger mit Strom und so weiter und wir haben bald das Bezahlfernsehen. Das Bezahlfernsehen ist wirklich ab 2022 nur noch Bezahlfernsehen. Egal was wir machen, wir müssen bezahlen. Komischerweise, und da haben die Kunden recht, denkt keiner an die Alten, also Altenheim und so weiter. Keiner denkt an die Obdachlosen und keiner denkt an die Jugend, die nicht so viel Geld haben. Denn Bezahlfernsehen kostet so circa 60 Euro einmalig. Und dann kann man 12 Monate gucken und dann muss man wieder 60 Euro bezahlen. Viele verstehen das auch gar nicht, weil sie meinen, weil sie das Wort DVB-T hören. Das hat aber auch gar nichts mit DVB-T zu tun, sondern mit der Sendeleistung. Es wird analog noch gesendet, ja? Analoge Strahlen sind um uns herum und digitale Strahlen sind um uns herum. Und die werden natürlich frequentiert, die bekommen eine andere Frequenz. So, und diese andere Frequenz muss natürlich einen Adapter haben, der die Frequenz versteht, umwandelt zu einem Bild. Und wie dieses hier ist ja auch HD, muss man ja auch H265 haben. Wenn man das nicht hat und da läuft es nicht, dann hackt es. Also Frequenz. Also eine Leitung muss fließen. So. Wir haben natürlich gewaltige Probleme dann, wenn man es nicht hat und vor allen Dingen Geld. Mit 404 Euro im Monat Telefon bezahlen, Strom bezahlen und demnächst auch Fernsehen bezahlen. Es ist natürlich eine Riesenfrechheit, dass ein Gericht, ein Richter sagt, dass das Fernsehen nicht mehr Allgemeingut und auch nicht mehr verpflichtend wäre. Gut, wenn man dann überall anruft, das haben wir gemacht und deswegen mache ich jetzt auch diesen Videoclip und ich hoffe, ich kann vollwertig meinen sogenannten Monolog hier machen, bevor wieder die Tür aufgeht und Kunden eintreten. Also, Bezahlfernsehen wirklich im Jahre 2022, dann ist es abgeschlossen, dann zahlt wirklich jeder nur fürs Fernsehen, egal welches Fernsehen er auch schaut oder Programm er schauen will. Wie sich das zeichnet, werden wir merken. Die Wahrheit ist halt, wir haben sehr viel Stress. Wir haben sehr viel Stress mit Drittanbietern, weil irgend hin und wieder was falsch läuft. Und wir haben natürlich riesigen Stress mit unseren Politikern, die mittlerweile politischen Kult betreiben, nämlich Personenkult. Ja, demnächst Herrn Schulz huldigen, vorher haben wir die Frau Merkel gehuldigt, in Amerika der Herr Trump. Nur Herr Trump ist nun mal ein Amerikaner, Herr Trump ist nun mal ein gewählter Präsident und der hat die Befugnis. So, unsere Präsidenten haben die Befugnis nicht und unsere Politiker haben die Befugnis auch nicht. So, die SPD hat das durchgedrückt, dieses sogenannte Anlauffernsehen da am 29. März 2017. Mir tun wirklich die alten Leute leid, ich war nämlich gerade eben, deswegen auch ein bisschen in Pressur hier, Altenheime, ich habe mir das wirklich alles angehört, ist ja die Bettlägerin. Die liegen da, haben nur 100 Euro, ja, haben nur 100 Euro Taschengeld. Und sollen jetzt 60 Euro ausgeben, damit sie ihre Filme gucken können. Ist eine harte Nummer. Nur einen neuen Fernseher kaufen ist nicht angesagt. Ja, nur, also es geht ja nicht. Die Privaten möchten bezahlt werden. Ja, wäre okay. Wer ARD, ZDF mag, hat keine Probleme. Ja, ist auch in Ordnung. Aber alle, die das nicht sehen, ja, die halt RTL und Co. sehen wollen, Pro7, Vox und wie die alle heißen da, Sat1 und Co.,
macht die 6 Euro im Monat froh. Ja, sonst seht ihr nichts. Also es kommt eine Menge vor. Warum mache ich jetzt diesen Videoclip? An sich stehe ich ja noch nicht vor der Theke. Ist die Einleitung, wir machen Thekentheater, wir reden dann richtig kräftig darüber, ob ihr damit einverstanden seid, was alles auf uns zukommt. Auf der einen Seite haben wir augenscheinlich DDR 2.0 Regierung. Ne? Frau Merkel, alle kommen aus der ehemaligen DDR und läuft hier irgendwas schräg. So, Herr Gysi, dieser Fuchs sagt, wir brauchen Bürger, haben wir. Wir brauchen Steuern, zahlen die Bürger, haben wir. Und wir haben eine Regierung. Ja, und somit sind wir autark, somit sind wir souverän. So einfach ist eine Regierung bilden nicht. Ich meine, ich finde es lustig, dass wir eine Verfassung haben, die den Namen trägt, Grundgesetz. Also wir haben eine Verfassung mit dem Namen Grundgesetz. So wird uns dann im Fernsehen gesagt. Wer jetzt Phoenix sieht, oben rechts steht Fake News. Auch so eine Sache. Also wir werden alles mal über die Fake News, dann über die Regierung, das Verhältnis der Regierung, das Verhältnis Bürger. Gibt es eine Bürgerpolitik? Gibt es bürgerliche Politiker? Gibt es eine bürgerliche Partei? So, wenn man sich das alles anschaut, im Moment kommen die alle aus dem Osten. Dem Osten geht's gut. Der Osten sieht gut aus. Der Osten hat Reichsbürger. Der Osten hat Dresden. Der Osten hat Pegida. Der Osten. Wir hier im Westen, besonders wenn wir jetzt sagen, wir hier in Nordrhein-Westfalen, dann heißt es, oh, Nordrhein-Westfalen, hallo? Wir hier in Nordrhein-Westfalen waren mal das Herzstück von Deutschland. 1945 ging hier aber aufwärts. Und wenn ich, euer Medienkanzler, sage, ich hätte gern die BRD zurück, mit Adenauer-Charakter, dann meine ich den Aufschwung, das Ganze. Ja? Uns ging es nie immer gut, aber es ging uns dann plötzlich sehr gut. Ja? Den Rentnern ging es gut. Wir hatten Aufstiegschancen, wir hatten Industrie. Dort hätten wir gerne doch zurück. So, ihr merkt schon bei so vielen Beiträgen, die so zwischendurch mal ins Leben gerufen wird, ist immer dann so eine Schalmei. Und da gehe ich natürlich jetzt wieder dran. Und kurz, wir im Thekentheater werden jetzt den Kunden zuhören. Wir haben vielen Kunden zugehört. Ich persönlich habe sehr vielen Kunden zugehört. Und diesbezüglich bin ich jetzt auf dem Weg und werde versuchen, mit dem YouTube-Kanal, mit unserem UltraDWebTV, das alles zu regeln und dann auch zu veröffentlichen. Ich hoffe, viele Beiträge, Diskussionsbeiträge, ich hoffe, ihr seid auch gut unterwegs und nicht immer feindlich unterwegs. Die Feindschaft sollten wir Bürger untereinander mal langsam ablegen, auch bei Facebook, diese ganze Hasstriaden. Wir sollten uns an sich zusammentun als Bürger und dann, wie gesagt, dem Politiker sagen, stopp mal, bis hierhin und nicht weiter. So, ich gehe daran. Ich hoffe, der Beitrag hat gefallen. Den anderen Beitrag versuche ich in Ruhe an der Theke, im Thekentheater für euch herzustellen. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Danke fürs Zuhören. Hey Siri, finde Rezepte mit Mainzelmännchen. Abonnier den Kanal.